So, und da sind wir auch wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry 3. Letzte Folge hatten wir ein kleines Treffen mit Holt Volker und haben ja dem seinen Sendemast zerstört, ne? Jetzt kann er mal fernsehen. So. Jetzt haben wir seinen Satellitenempfang geklaut und jetzt sprechen wir hier wieder mit Sam. Der hat uns ja schon geholfen. Schauen wir, was bei rumkommt. Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja. Mein Vater war bei den Navy SEALs. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. Oh nein, ich muss Auto fahren. Ich hasse Autofahren in diesem Spiel. Ab zu den Öldepots. Ich gebe dir mit dem MG Deckung. Die freuen sich bestimmt, wenn wir kommen. Moin! Moin! Was ist jetzt hier? Wo soll ich aussteigen? Mach das doch. Wie ich das denn? Hm. Ah, so zerstöre ich das. Gut. Die Karre sieht nicht ganz so frisch aus, ne? Da ist ein Auto drin gespawnt! Da ist ein Auto im unteren Auto gespawnt. Wusste ich ja nicht, dass das so läuft. Wahnsinn. Okay. Next try. Moin. Gleich mal rechts. Steig aus. Wo ist mein Auto? Packen da! Oh, ja, ich verlasse mich. Der beste Tag meines Lebens! Naja. Ich hätte das anders gemacht, aber gut. Ja, wie will man das schaffen? Okay. Hä? Ach nee. Wo ist nämlich noch ganz fies die Luft raus, unberührbar benutzen. Macht ihr, was ihr wollt. Ich sterbe nicht. Das ist der beste Tag meines Lebens.
nächste Bombe? Nein. Da sind zu viele von diesen Lagern. Wenn ich auch nur einen ohne Probleme... Ja, cool. War auf jeden Fall meine Absicht, ihn zu messen. Ich nehme die Luft raus, ist mir egal, wenn das Spiel so blöd ist, dass dann ja, scheiße, okay. Medizin, dann gebe ich mir jetzt einen Endorphin-Schub. Benutzen. Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Ja, wunderbar. Heil dich. Fahr. Was? Du hast auf ein Fass geschossen, kann das sein? Ja, wunderbar. Fliegt die Zeit, wenn man Spaß hat. Frage. Was habe ich jetzt noch? Oder ist das alles weg? Oh, das ist schön. Einfach schwach. Jetzt hau doch ab! Ich bin fest. Der hängt fest. Der hing fest. Oh, dieses Kackspielrad, Alter. Komm, steig ein. 3 von 4. Ja, mega. Wenn du am Ende mal überleben würdest, wäre Opti. Boah, mir egal. Ich nehme Zeit raus. Kack, egal. Ich bin hier und bin mit meinem Patienten. Steig aus. Oh ja, komm. Ah. Wir hauen ab. Wir können weiter. Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Noch eins. Willst du mich verarschen? Noch eins? Wie noch eins? Das hättest du 10 Sekunden vorher mir sagen können, dass es da noch was gibt. Freut ihr bestimmt, wenn ich hier nochmal durchfahre. Welches Maschinengewehr? Ja, das ist ja ein super unauffälliges Maschinengewehr hier. Ja, okay. Kannst du dich beeilen?
sehe absolut nichts. Ja, heil ich mal. Gerade mal so nebenbei auf die Gesundheitsanzeige geschaut. Zusammen. Das ist knapp. Aua. Oh Gott, ich kotze gleich. Was wär's denn wieder zusammen? Uff. Das hat gerumst. Geschafft. America, fuck yeah! Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, triff mich an Holz Stützpunkt. Ey, nimm mich doch mit! Das war... Sowas hasse ich. Das war wie dieses, wo man die Fotos beschaffen musste. So, du musst einfach nur reinrennen und ballern und ballern. Weiß gar nicht, was abgeht. Auf einmal bist du halt tot und... Oh, ja. So, Geballere. Ja, das ist nicht so meins. Einfach reinstürmen. So. Wo soll man denn jetzt hin wieder? Wahrscheinlich wieder darüber, oder? Ja, genau. Folgendes. Ich gehe erstmal hier hin. Ich brauche Munition. Ich hoffe einfach, dass ich das da krieg. Ja. Ich brauche erstmal Munition. Ich habe sehr viel Munition verloren. Ja, guck mal, alles verkaufen, was wir können. Konsumartikel. Kaufen wir nochmal Panzerung und Medizin. Gut. Da sind wir hier nochmal ausgestattet. Achso, warte. Ich habe schon mal jede Waffe durchgeladen. Ja. Ja, die haben wir gar nicht verwendet, aber. Was nicht ist, kann auch werden, ne? So. Einmal schnell reisen. Und nach diesem ganzen Gemeckere von wegen, ich knall euch ab, ich bring dich um, du bist tot. Wird jetzt gepokert. Das ist so richtig die Luft rausnehmen. Aber gut. Cool, ich soll den vorm Tor treffen, bin einfach schon reingegangen. Ja. Hey, heute heuert ihr hübsche Jungs an. Schön den Arsch zusammenkneifen. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Der Zugang zur Insel zu Aufgaben und Aktivitäten wird ab diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem deine Reise beendet ist. Wir nähern uns... Das ist jetzt die letzte Hauptmission. So wie es klingt. Wir haben alles gemacht. Jedes Lager befreit. Jeden Stützpunkt auseinandergenommen. Jedes Artefakt, jeden Brief, jede Chipkarte... Nicht jede Beutekiste, aber ich glaube, das ist... Nee, das schafft man auch nicht, glaube ich. Wie oft muss man dann Zeugs verkaufen? Wir haben sehr, sehr, sehr viele Folgen auf diesen Moment hingearbeitet. Okay. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Du hast ja auch ein Messer an deiner Brust. Willkommen, Jungs. Kommt rein, kommt rein. Setzt euch doch. Wolfgang Holden okay für euch? Ja? Ja, ist okay. Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Lass ein Spiel. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel.
oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Kommt der doch mal her. Ja. Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen, bis die Bank gewinnt. Ich gehe mit. Das kann ich den ganzen Tag so machen. Okay. Call. Ich calle. Das wichtigste Pokerspiel unseres Lebens wahrscheinlich. Junge, Junge, Junge. Oh, die Kamera. Okay, wir haben ein paar. Ja. Ich calle. Ich gehe jetzt einfach mit. Warum haben die so viele Chips nicht? Okay. Check. Hm. Ja, ich checke auch. Check. Check. Okay, wir haben zwei Paare. Einmal Bube und einmal 10. Oder Jack auf Englisch. Jack und 10. Ich checke. Ich erhöhe. Wenn ich darf. Anheben mit W. Ich gehe mit und erhöhe. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Okay. Ich habe ein paar. Zwei Paar. Was hast du? Sam! Oh. Sorry. Ausregeln. Na, sieh dir das an. Wir haben dieselben Karten. Aha. So, erhöhen wir mal die Einsätze, oder? Foster? Jason Brody? Wie auch immer du heißt, ich hab's vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Fühlt ziemlich dumm. Dealer sitzt links, oder? Ja, ich glaube, dem geht's nicht ganz so gut. Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Ich geb zu, ich hab dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation. Leben setzen? Cool, der hat gar keine Waffen mehr in der Hand. Die fliegt einfach nur rum. Ja, dann kann ich ja gehen. Ja, okay, Leben setzen. Aber die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Das kann man also, okay. Nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß aufs System. Ich habe ja sehr viele Auswahlmöglichkeiten hier, aber von mir aus. Ich glaube, der macht nicht mehr mit. Ich weiß nicht warum, er sieht so stumm aus. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Kann ich irgendwas machen? Wie wären oder so? Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Aua. Oh, Jason. Nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack. Ich hab gedrückt.
Willst du mich verarschen? Ich hab doch gedrückt, was willst du? Ach, Jason. Nun werden wir nie heiraten. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gedrückt. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Oh. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Brauche ich nicht, nein. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt. Komm doch her, alter Sack! Leertaste. Zack, zack, zack. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum? Du hast schon zweimal ein Messer gekriegt. Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Er wird Verspätung haben. Er fliegt mit der Deutschen Bahn, der hat Verspätung. Ciao, Wichser. Poker Night Achievement Unlocked. Mir fehlt ein Fingerchen. Okay. Ich bin ein bisschen ausgerastet, so wie es aussieht. Riley, ich muss zum Flugfeld. Sofort! Aber... Oh, so sofort also. Egal, weiter. Weiter. Scheißegal, ob man brennt. Oh, fuck. Lauf. Steig ein! Und fahr los! Warum soll ich ans Geschütz? Ich muss selber fahren, du Idiot! Oh. Und auf zum Flugfeld! Nicht anhalten, weiterfahren, 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 weiterfahren! Gott sei Dank habe ich nochmal... Ui! Das ist jetzt Hallo? Ungünstig. Wo bist du? Sie bringen sie alle weg. Ich weiß nicht, wohin. Wir brauchen dich. Was? Ich kann dich nicht hören. Bitte hier, so schnell du kannst. So ein Scheiß. Hä? Die sind doch da abgehauen. Da ist es ja schon. Sei da, Riley. Scheiße. Das brauche ich jetzt echt nicht. Nee. Nee, irgendwie nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Hm? Ich sehe es eigentlich auch ein, dass vorbei ist, aber ganz ehrlich so. Hey, wo ist Riley Brody? Wo ist der? Woher wisst ihr das? Das hat doch euch keiner erzählt. Geht nach Riley ab. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Okay, ich brauche nicht Munition.
Medizin. Hätte ich mir doch einen Raketenwerfer ausgestattet. Du bist nicht hier! Der Kerl hat heute Morde! Sehen wir was? Ja, Medikit nehme ich gerne. Der Helikopter ist ein kleines Problem. Wie komme ich hier rein? Hey, ich bin hier! Ja! Hilfe! Wie komme ich hier rein? Der sagt doch die ganze Zeit, hey, ich bin hier. Hörst du das nicht? Oh Gott sei Dank. Ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Säubere das. Er hat keine Deckung mehr. Glaub mir, ich brauch keine Deckung. Bleib am besten hier drin. Flugzeuge! Ja, dann muss ich lernen! Was? Oh, Scheiße! Das. Klack. Steig ein, gib mir das Geschütz. Nee, oh nein, jetzt kommt das. Flug der Valkyrie oder was das ist? Das kommt immer beim Heli-Fliegen. Immer. Egal, wo man ist. Flieg, flieg, flieg. Flieg. Hau doch ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir werden sterben, Mann! Das war's jetzt, wir sterben! Flieg weiter! Flieg einfach, nicht labern, abhauen! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Willst du noch eine Ehrenrunde drehen? Oh, danke, willst du mal versuchen? Ja, hau ab! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die sind auf den Dächern! Ja, flieg doch einfach höher! Warum musst du denn so niedrig fliegen? Hoch und abhauen! Da, auf der Brücke! Wo denn? Das ist nicht so gut. Jetzt hau doch ab! Warum willst du immer eine Ehrenrunde drehen? Was soll das denn? Hast du das gesehen?
Der Heli raucht. Merkst du selber, gell? Ja. Ich frag mich echt, warum der nicht höher fliegt. Da wäre man sicher, dann muss ich den Scheiß nicht machen. Heli ist fast im Arsch. Du willst wirklich die ganze Zeit hier reißen. Oh, klasse. Ich hab glaub nicht einen Pilot getroffen, wie es aussieht. Du machst das wie ein Profi! Er liegt wohl an den Gen. Der Heli schlägt Funken. Die anderen warten auf uns! Okay, alles klar, ich kann das. Ja. Der Heli. Okay. Ich würde sagen, der brennt, aber okay. Auf mich hört ja keiner. Das ist so cool. Gegen die Bank wetten. Wir haben es geschafft. Wir haben gegen die Bank gewettet und gewonnen. Warte hier! Der Doktor ist weg. Was ist passiert? Lisa! Suche nach den Überlebenden. Ich kann keine Waffe laden. Cool. Ja, wir suchen nach den Überlebenden. Aber nächste Folge. Und ich bin gespannt, was passiert ist. Was eine Folge. Und die nächste Folge wird genauso spannend. Hoffe ich, denke ich, vermute ich. Weiß nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Bis dahin. Ciao.